Bei einer beginnenden Lahmheit fällt erstmal auf, dass die Kuh ungleichmäßig läuft. Kühe, die normalerweise vorne in der Herde dabei sind, kommen jetzt auch eher zum Schluss. Und diese lahmen Kühe laufen dann mit einem aufgekrümmten Rücken. Bei einer stärkeren Lahmheit wird die Krümmung dann später auch im Stehen sichtbar. Da muss man allerdings aufpassen, beim Fleckvieh ist die Rückenlinie nicht ganz so trocken wie zum Beispiel bei schwarzbunten Rindern. Da wird es etwas schwieriger in der Beobachtung, ist aber möglich. Die Schrittlänge lahmer Kühe ist grundsätzlich verkürzt. Kann man an einem Fuß sehen, wenn eine Gliedmaße lahm geht, aber wenn mehrere Gliedmaßen bei einer Kuh lahm sind, dann wird das Ganze natürlich unauffälliger. Sie kann die Schmerzen der Einzelgliedmaße nicht mehr durch Anheben entlasten, ohne die anderen überzubelasten. Was dann wichtig ist, ist die Kopfhaltung anzusehen. Die ganze Kuh geht insgesamt unruhiger. Wenn vor allem die Vordergliedmaßen betroffen sind, wird sie versuchen, eher durch einen Schwung mit dem Kopf die Last von den Vordergliedmaßen zu nehmen. Wenn sie Probleme mit den Hintergliedmaßen hat, wird der Kopf eher nach vorne geneigt werden, um die Last von den Hintergliedmaßen zu nehmen.